Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Wir müssen schon wieder einen Anruf entgegennehmen. Gar keinen Bock. Gucken wir mal, was der Gute so zu sagen hat. Jo, wir haben die Info bekommen, dass wir gucken müssen, dass die Tankstelle gepflegt ist. Denn wir müssen vertrauenswürdig auf die Kunden wirken. Ansonsten ist hier irgendwann gar nichts mehr los. Kaufe ein WC am Computer. Ah, okay, wir sollen direkt noch eine Toilette besorgen. Ich kriege irgendwie die Meldung, Müll ist voll. Ich würde zwar nicht sagen, dass das schon voll ist, aber okay. Schnell rausgeschafft, ist ja kein Problem. Moin Meister, ich grüße Sie. Fließband ist relativ sauber. Zack. Ah, ich müsste da echt noch ein bisschen mehr Übung reinkriegen. Ich bin da noch nicht so der Beste drin. Bitteschön. Schönen Tag noch. Also, wir sollen ein WC kaufen. Ach Mensch, ich wollte gerade ein WC kaufen, gute Frau. Ja, jetzt klappt es auch langsam schon besser hier. Bitteschön, wir haben Trinkgeld bekommen, 1 Dollar. Danke, mach's gut, wir brauchen ein WC, damit die Kunden sich nicht in die Hose kacken. Parkplatz. Toilette, einmal bitte. 50 Dollar, eine einfache Toilettenkabine, halte sie sauber, sonst wirst du mehr verlieren, als du jemals gewinnen gehofft hast. Okay. Wir haben uns eine Toilette gekauft, geilo. Wieder raus hier. Moin. Entschuldigung, ich muss schnell eine Toilette kaufen. Weil mir die ganzen Kunden hier immer an die Zapfsäule pingeln. Bitteschön. So, ist die jetzt hier drüben oder was? Eine leckere Wurst. Die hauen wir gleich vorne mit hier bei den Bockwürsten mit rein. Ach nee, haben wir noch nicht. Schade. Ach, das wäre doch gut gewesen. Was ist das hier? Eine Ketchupflasche oder was? Okay, also wir müssen hier definitiv noch ein bisschen sauber machen. Ich möchte diese Wurst nicht aufheben. Irgendjemand kriegt die Wurst ans Auto. Du kriegst die Wurst ans Auto. Bam. Verdammt, können die nicht einfach hier hinten liegen lassen. Komm mit, Wurst. Wie wär's denn, wenn wir die hier so auf den Tresen legen? Guck mal. Ach, schön. Ah, das wird unser neuer Begleiter. Kleine Wurst, die bleibt auf jeden Fall hier. Oben ist zumindest nichts vom Sauberkeitsbalken runtergegangen. Gut, dann räumen wir hier mal noch die Hütte ein bisschen auf. Wir haben schon wieder eine neue E-Mail. Weiß nicht, ob wir das noch aufheben. Stellen das erstmal hier hin, oder? Für den Fall der Fälle, wir wischen irgendwann mal. Ist doch nicht schlecht, wenn wir so ein Schild haben. Nicht, dass wir hier versicherungstechnisch noch komplett verklagt werden. Moin! Haben Sie die leckere Wurst hier drüben gesehen? Schauen Sie mal. Da kauft man doch gerne ein, oder? Jetzt müssen wir auch nochmal schrubben. Können wir die Kacke... Ah, können wir alles wegschrubben. Ja, hier, aber schön spülen danach und Hände waschen, ne? Darf ich mit zugucken? Ah, darf ich nicht. Können wir unten durchgucken? Die pinkelt im Stehen. Die pinkelt im Stehen. Oh, das ging aber schnell. Und jetzt erstmal schön bei mir eine Boggy kaufen, ne? Die Kunden habe ich immer gern. Wo ist denn der Polizist hin? Oh, hier will jemand tanken. Entschuldigung. Ich habe mich gerade noch um meine Wurst gekümmert. Ja, ich weiß. Hier, Polizist, du. Lässt wieder deinen Müll da. So kennen wir die Polizisten hier im Spiel. Guten Morgen. Obwohl, guten Abend eher. Entschuldigung. 1, 2. Ja, ein bisschen mehr hättest du schon kaufen können. Aber ich möchte deinen Daumen gar nicht sehen. Du warst gerade auf Toilette, hast keine Hände gewaschen. So, der Polizist übertreibt's mal wieder. Erstmal Müll wegbringen, dann auf Toilette gehen und am Ende wahrscheinlich nicht mal was kaufen. Weil gut, wenn er den ganzen Tag im Dienst ist und unterwegs, irgendwo muss er ja mal auf Toilette. Ah, zumindest ein paar Snacks kaufen. Wäre schon drin. Er steht wieder mit Blaulicht hier. Kaufst du jetzt bitte noch was? Ja, sag ich doch, ein paar Snacks gehen immer. Erhöhe den Popo, ja genau, erhöhe den Popularität-Level der Tankstelle um 1. Je höher der Popularität-Level, desto mehr Besucher und damit mehr Kunden. Ja, das dachte ich mir. So, Ihre Ware kommt direkt drüben von der Wurst, falls Sie es gesehen haben. Ich wollte Sie nur noch mal darauf hinweisen. Bitteschön, wir haben 224 Dollar. Müssen wir mal gucken, Popularität-Level ist auf 60%. Wir müssen das noch ein bisschen steigern. Moin. Die will richtig viel. Yeah, bitteschön. Gut, also jetzt haben wir 67%. Also wir müssen einfach noch ein paar Kunden abfrühstücken. Und dann sollte das mit der Popularität laufen. Da kommen schon wieder die Nächsten. Schaut mal, 22 Uhr und die Hütte ist immer noch voll. Ich schrubb gleich mal, wenn wir gerade eine Sekunde Ruhe haben, dass hier wirklich alles auf 100% ist. Die Wurst, die wird für immer da liegen bleiben. Ich sag's euch, das ist... Ehrenwurst. Hallo. Sie laufen auch an einer Tankstelle vorbei. Das passiert einigen. Mach hier irgendwann mal ein Schild hin, dass hier der Eingang ist. Irgendwann bei Folge 400 können wir sagen, mit der Wurst hat alles angefangen. Wisst ihr noch. So, schrubbi, schrubbi, schrubb. Was willst du, eine leckere Fanta? 3,30 Dollar. Günstige Preise hier an Kennys Tankstelle. Wir stehen bei 73% Popularität. Das heißt noch, weiß ich nicht, 3, 4 Kunden oder so. Dann haben wir es geschafft. Wir können mal kurz in die Mails schauen.
Gut, also viel war nicht bloß nochmal dasselbe. Wir müssen halt Popularität ernten, indem wir nett sind, die Kunden zufrieden, Tankstelle und Toilette sauber. Ach, guckt mal hier, das waren die ganzen Bretter, die wir einfach nur mit dem Besen aus dem Fenster geschmissen haben. Die müssen wir jetzt natürlich mal noch wegräumen. Wird zum Glück nicht mit zur Sauberkeit gezählt, aber sieht unschön aus. Wir müssen mal gucken mit den Snacks, ob wir bald wieder was bestellen müssen. Wir haben allerdings erst $328. Und ich möchte mir bei dem Mafia-Onkel einfach nichts leihen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber ich habe keinen Bock, dann hier wieder ein paar auf die Fresse zu kriegen. Moin! Die sehen sehr schick aus. Ja, hier ist der Eingang. Mann, Mann, Mann. Das ist aber auch Doppelkinn sein Vater, ne? Entschuldigung, fühlen Sie sich wohl. Toilette ist gerade gesperrt. Tut mir leid. Nee, die wurde frisch gewischt. Nein, jetzt steht das Schild auch nicht mehr. Sie dürfen da nicht rein. Er ist hängen geblieben. Er hat Autsch gesagt, ne? Das ist gar nicht so gut. Popularität ist aber gerade nicht gesunken. Okay, also die Kunden dürfen nicht über irgendwelche Sachen drüber stolpern. Cooler Bart, verändert die Farbe. Je nach Stimmung wahrscheinlich. Er kam rein und da wurde aus Weiß direkt hier die kackbraune Wurst raus. So, was wollen Sie Schönes haben? Hier meine Cola. Hier irgendwas Blaues. Dankeschön. Ich hoffe, Sie haben Hände gewaschen. Wir haben es gleich geschafft, 93%. Ich glaube, der letzte Kunde jetzt. Bam! Cool, wir haben Popularitätslevel 2 erreicht. Kaufe eine Werkstatt. Moment, ich muss es mir gleich mal durchlesen. Uiuiui, sah cool aus. Nochmal schön durchgeschüttelt für dich. Wirst du im Auto dann merken, wenn du sie aufmachst. Bitteschön. Kaufe eine Werkstatt über den Hauptbildschirm am PC. Eine Werkstatt. Reparaturbedürftige Autos kommen automatisch in die Werkstatt, wenn das Tor geöffnet ist. Ah, geil. Wir sind jetzt auch noch Kfz-Mechaniker. $300. Boah, wir haben kaum noch was. Geilo, warte auf den Kunden in der Werkstatt und repariere sein Auto. Machen wir gleich. Ah, da können wir bestimmt nochmal ordentlich Schmodder mit verdienen. Zack, wo ist denn die Werkstatt jetzt? Ah, hier ist die Werkstatt. Warte, bis der Kunde das Fahrzeug verlässt und drücke den Knopf auf der Hebebühne. Nutze deine Fähigkeiten, um zu sehen, welche Bereiche aufmerksam. Ah, mit Shift, okay. Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass genügend Ersatzteile da sind und du das richtige Werkzeug in der Hand hast. Das Auffüllen der Lagerbestände für Ersatzteile erfolgt auf die gleiche Weise wie die Bestellung der neuen Produkte. Okay, wir können hier aber auch nochmal ein bisschen aufräumen. Aber wir brauchen anscheinend jetzt Ersatzteile. Mal gucken, was wir alles so Schönes bestellen können. Wir haben allerdings ganze $90. Das heißt, so viel wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich habe aber wirklich keinen Bock, ein Darlehen aufzunehmen, Leute. Wir probieren es erstmal ohne. Wenn es natürlich irgendwie gar nicht mehr geht, dann nicht, aber ansonsten machen wir das nicht. Moin! Na, kleiner Nachtschwärmer. Nochmal einen kleinen Fanta-Durst zwischendurch bekommen, ne? Kenn ich, kann nachts nicht schlafen, wenn keine Fanta am Haus ist. Ich sag mal so, bestückt sind wir eigentlich relativ gut. Ist noch was da? Können wir noch ein bisschen Umsatz mitschieben? Ach man, jetzt gehen die erstmal alle auf Toilette, ne? Das macht auch keinen Spaß. Na gut, die kommen natürlich alle rein und sehen erstmal eine Wurst und da muss man natürlich dann auch direkt wursten. Ich hab schon wieder eine neue E-Mail! Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Kunden. Leute, macht mal Lack. Ich brauche Geld. Jetzt habe ich eine Werkstatt und kann mir wahrscheinlich nichts leisten, aber hier kommen alle nur aufs Gelände, um ihren Müll loszuwerden. Jetzt, ja, da kommt der Umsatz. Da kommt der Umsatz. So, wir müssen mal gucken. Also, einerseits haben wir hier bei Lieferungen. Wir haben bloß noch 68 Liter Kraftstoff, ne? Das ist ganz schlecht. $200 für 100 Liter. Ich kann gar nichts bestellen. Das ist schlecht. So, dann können wir jetzt nochmal gucken. Hier, Workshop. Anforderungen. Immer noch nicht genug Geld für diese Aufrüstung. Ich brauche keine Aufrüstung. Ich wollte eigentlich Sachen bestellen. Nee, wir sind hier falsch in dem Menü. Wir müssen erstmal kurz gucken. Ich habe keinen Bock, dass der erste Kunde in der Werkstatt wartet. Und ich kann den nicht bedienen. Ah, Kunde an Werkstatt. Ich wusste es. Vielleicht haben wir ja irgendwie noch ein bisschen Restbestände oder so. Das wäre cool. Moin. Wir drücken hier mal einen Knopf. 3, 2, 1. Reparatur. Wir können gucken. Guck mal, Spiegel ist kaputt. Braucht neuer Spiegel, um zu reparieren. Haben wir nicht. Reifen ist kaputt. Braucht Rad. Braucht Kratzerentferner. Scratch Doktor, das ist doch was. Ah, okay. Und nu? Wir machen dir hier erstmal die Kratzer schön weg. Gott, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Komm, schrubbel, 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 schrubb. Was brauchen wir noch? Ah, wir haben Spiegel. Okay, wir haben eine kleine Grundausrüstung schon da. Perfekt. Der Spiegel war ganz. Wir brauchen den anderen. Den hier. Machen wir das erstmal weg. Neuer Spiegel rein. Und du sollst glücklich sein. Und wir haben auch noch Reifen. Okay, cool.
Danke, Spiel. Ich dachte schon, wir müssen jetzt komplett von vorne anfangen. Erstmal die Radmuttern raus. Den Reifen ab. Neuer Reifen drauf. Und ich schraube natürlich nicht über Kreuz, damit ich dir hier irgendwas verziehe. Damit du bald wiederkommst. Ist ja mein Umsatz, ne? $290. Jetzt habe ich es gerade erst gecheckt. Geil. Boah, das war jetzt mal richtig gut. Moin, moin, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Ich denke, die Wurst, die hier drüben liegt, die lässt die Kunden auch ein bisschen im Laden verweilen, weil man hat ein bisschen was zu gucken, wenn man in der Warteschlange steht. Das ist doch immer gut. Also geil, wir können auf jeden Fall eine Menge Kohle machen. Und das ist ja Ziel des Spiels. Wir haben jetzt schon wieder fast $400, 20% von der Popularität. Das gefällt mir. Bestelle Ersatzteile, um Vorräder aufzufüllen. Hinweis, Ersatzteile befinden sich unter der Registerkarte Lieferung. Dann gucken wir mal. Ein Reifen kostet $53. Kratzerentferner kostet $75 für einen. Und Spiegel kosten $60. Wir müssen ein bisschen was reinhauen. Ich würde sagen, wir nehmen zwei Spiegel. Davon hatten wir, glaube ich, noch relativ viel. Und zwei Reifen. $226. Ja, sehr viel mehr geht gerade nicht. Das Problem ist, wir brauchen halt auch Kraftstoff. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal Kraftstoff bestellen, Leute. Komm, wir bestellen jetzt mal 100 Liter nach. Wir haben nur noch 68 und mit Kraftstoff, wenn der leer geht, wäre natürlich richtig schlecht. Damit machen wir halt auch noch eine Menge Kohle. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Snacks. Wir haben Kraftstoff, der kommt bald. Ja, und hier an der Werkstatt hatten wir einigermaßen von allem ein bisschen was da. Guck mal, wir haben eine ganze Menge von diesen Kratzdingern. Wir haben noch ein paar Spiegel und ein paar Reifen. Da war es jetzt, glaube ich, wirklich besser, Kraftstoff zu bestellen. Weil wenn das leer geht, wäre natürlich richtig schlecht. So, neue Reifen drauf, meine Bude. Und wieder schön anziehen den ganzen Spaß. Ne? 400 Newtonmeter habe ich gemacht. Wird schon nichts verzogen sein. Oh, wir haben noch einen Reifen. So, Kunde an Werkstatt, da sind wir gerade. Müll ist schon wieder voll. Wir müssen gucken, sonst verlieren wir wieder Popularität. Das wollen wir alle nicht. So, zack, zack, zack. Bam. Das ist auch in Ordnung. Noch irgendwas kaputt gewesen. Dein Spiegel drüben. Kratzer hat sie aber nicht. Wir brauchen erstmal einen Spiegel. Ah, ich finde das richtig cool mit der Werkstatt. Das macht irgendwie verdammt Laune, die Sachen zu reparieren. So, $260. Geil. Wir müssen den Müll rausbringen. Boah, so langsam wird es echt stressig. Gibt es hier Mitarbeiter in dem Spiel? Wenn ja, hätte ich gerne einen oder eine. Mir egal, Hauptsache er oder sie macht seinen Job ordentlich. Oh, Elan, ich muss dir aufmachen. Dich habe ich schon wieder komplett vergessen. Dankeschön, mein Guter. Und bei dir müssen wir auch noch mal ein bisschen was. Oh, nee, bei Ihnen. Entschuldigung, Beamtenbeleidigung. Wollte ich nicht. Oh ja, der kauft schön viel. $11. Das hier nimmt halt viel Zeit weg und wir verdienen kaum was damit. Also vielleicht für die Kasse ein Mitarbeiter, wenn das geht. Also mit dem Kassieren komme ich mittlerweile klar und wir machen echt gut Geld. Wir haben noch eine Mail. Wir müssen jetzt unbedingt ein paar Ersatzteile bestellen. Dann lass mal gucken. Autoteile. 1, 2, 3, 4 sind $200 und Autospiegel auch nochmal 4 sind $452. Da haben wir bloß noch 70 übrig. Ah, und wir haben ja extra Balken fürs WC. Ist da gerade jemand drauf? Nö. Wenn der Lieferwagen eintrifft, packe alle Ersatzteile im Lager aus. Okay, das müssen wir dann wieder entgegennehmen. Moin Meister, ich grüße Sie, Andrew. Du läufst an der Tanke vorbei. Nur so als Info, bitteschön. Und der, hä? Hä? Die Leute soll mal einer verstehen. Wir haben jetzt endlich eine Toilette bekommen. Wir haben eine Autowerkstatt. Hier kommt, die Lieferung kommt gerade. Das Tor ist noch zu, wir müssen das vorher noch aufmachen. Komm, den lass mal noch rein, schnell. Ja, hub doch nicht. Ist gut. Ist gut, mein Freund. Ist gut. Coyote Paw, grüß dich. Komm her mit dem Schmodder hier. Zack, war's das schon? Das war's schon. Fülle die Regale in der Werkstatt mit neuen Ersatzteilen auf. Geh zum Regal und interagiere damit. Machen wir. Ich muss aber vorher noch das Tor hier zumachen. Sonst kommen hier irgendwelche Leute klauen. Hab ich keinen Bock drauf. Ah, okay. Place all. Perfekt. Spiegel haben wir auch gekauft. Place all. Hat er jetzt welche hingestellt? Ja, hat er. Mehr haben wir, glaube ich, nicht gekauft. Passt. Geil, es läuft. Es läuft langsam richtig gut hier. Noch ein, zwei Autos zum Reparieren wäre geil. Und hier ist gerade keiner drin. Ich würde sagen, ein guter Zeitpunkt, um mal eine Verschnaufpause zu machen. Wir sind gut vorangekommen. Toilette, Werkstatt. Wir machen jetzt auf jeden Fall ordentlich Monedos. Und beliebt wird unsere Tanke auch mehr und mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen kommt dann wieder eine nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut.